Gestern bekam ich die Frage eines Lesers, wie man in WordPress bei einer Reihe von Artikeln, also so ungefähr 100, auf einmal den Namen des Autors ändern konnte. Er hat mich nach einem Plugin gefragt, aber das ist nicht mehr notwendig, weil die Massenbearbeitungsfunktion von WordPress sehr leistungsfähig geworden ist, und das wollte ich jetzt an einem kleinen Beispiel zeigen, weil diese Funktion sehr häufig dann, sage ich mal, untergeht bzw. nicht so in Erscheinung tritt, und die ist aber, wie schon erklärt, sehr leistungsfähig. Das ist jetzt eine Testinstallation, die hat lediglich 13 Artikel, mittlerweile heißen die Beiträge hier vorhanden. Aber falls ich jetzt mehrere hätte, sage ich mir jetzt 100 Stück, und möchte die halt alle aufgelistet haben, dann kann ich unter Optionen die Anzahl, die standardmäßig bei 20 steht, dann sagen wir mal auf 100 erhöhen. Und dann würde ich halt hier natürlich 100 Artikel aufgelistet haben, aber dadurch, dass jetzt hier nur 13 sind, erscheinen ja halt nur die 13. Wenn ich jetzt bei allen Artikeln irgendetwas ändern möchte, dann könnte ich hier oben links die alle markieren. Dann wären die, wie man ja hier so schön sieht, alle markiert. Vielleicht will ich ja nicht alle, vielleicht will ich ja nur die ersten fünf. Dann demaskiere bzw. entferne ich die Markierung und klicke auf den ersten, 2, 3, 4, 5, und mit gedrückter Hochstelltaste markiere ich dann die ersten fünf Stück. Und die will ich jetzt in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Dann gehe ich hier oben links auf die Auswahlliste, auf Bearbeiten und dann auf Übernehmen und gelange so mit in den Massenbearbeitungsmodus. Und dann hätte ich jetzt hier noch die Möglichkeit zu sagen, oh, dieser Artikel sollte nicht da rein, der ist aus Versehen da reingekommen, da habe ich nicht aufgepasst, dann entferne ich den einfach. Dann habe ich jetzt hier nur vier Artikel. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Artikel in eine zusätzliche Kategorie zu verweisen. Ich könnte zusätzliche Schlagwörter da vergeben. Und ich kann, wie gewünscht, den Autor ändern. Ich könnte die Kommentare erlauben bzw. deaktivieren. Ich könnte diese alle Artikel dann in einen zusätzlichen Status versetzen lassen, andere Formatvorlage nutzen, die Pings erlauben oder nicht erlauben, oder sagen, dass die Beiträge halt in den normalen Modus gelangen oder dass sie halt oben gehalten werden auf der Startseite. Also wie man einfach sieht, das ist eine sehr leistungsfähige Funktion, und sehr häufig geht die leider unter, und Leute neigen dann dazu, sehr lange, stundenlang teilweise, die entsprechenden passenden Plugins zu suchen, aber das kann WordPress mittlerweile sehr gut.